Dritter Tag der Para-WM der Leichtathleten am warmen Persischen Golf. Und mit 25 Entscheidungen der bisher ereignisreichste. Über 200 Meter der Frauen in der Kategorie der Unterschenkelamputierten wirkt Irmgard Bensusan schon vor dem Rennen zuversichtlich. Die 28 Jahre alte gebürtige Südafrikanerin auf Bahn 4. Direkt vor ihr die Niederländerin Van Ganzewinkel, von der sie bei der Europameisterschaft letztes Jahr geschlagen wurde. Ganz innen Maria Tietze, Vereinskollegin von Bensusan in Leverkusen. Die Behinderungen der neuen Finalistinnen durchaus unterschiedlich. Die meisten laufen mit einer Unterschenkelprothese. Bensusan besitzt dagegen noch ihr rechtes Bein. Allerdings sind dessen Nerven so stark geschädigt, dass es ohne eine Schiene nicht im Gleichgewicht bleiben kann. Zu Beginn der Zielgeraden deutlich ihr Vorsprung. Aber dann kommt die zweite Niederländerin auf, Kim Alkemade. Sichtbar gepusht durch ihre Carbonprothese. Es wird knapp. So knapp, dass Irmgard Bensusan ihren Erfolg zunächst gar nicht realisiert zu haben schien. Mein Kollege Marcel Bergmann hat nachgefragt. Sie dachten, glaube ich, als Sie über die Ziellinie gelaufen sind, Sie seien Zweite und haben dann erst von anderen erfahren, dass Sie gewonnen haben. Ist das richtig? Ja, ich bin so gewohnt an die Silbermedaille. Wenn ich über die Linie war, war ich so, ah nein, noch ein Silber. Und dann komme ich, also, war alle so, yeah, yeah. Und ich sage, ja, das ist Silber, was wollt ihr von mir? Und dann im Interview sagte mir, es ist Gold. Und dann ist wieder, ja, ganz überrascht. Mit 18 stürzte die talentierteste Hürdensprinterin Südafrikas im Rennen und verletzte sich schwer. Das rechte Bein war danach zu nichts mehr zu gebrauchen, ein sogenannter Drop Foot, eine schwere Nervenschädigung. Dank ihrer deutschen Mutter konnte sie nach Deutschland wechseln und ihre Behinderung wurde schließlich anerkannt. 500stel Sekunden geben den Ausschlag für Bensusan. Nach vielen, überwiegend zweiten Plätzen nun also ihr erster WM-Titel über 200 Meter. Beinahe zärtlich der Name, den sie für ihren tauben Fuß gefunden hat. Schlüffi ist mein, ich habe so schlappe Fuß, meine Behinderung und mein Fuß nannte ich Schlüffi. Ja. Bensusan will auch über 100 Meter ganz vorne landen, dort hält sie den Weltrekord. Im Weitsprung die Jüngste im deutschen Team, Nele Moos, noch keine 18 Jahre alt, auch sie muskulär behindert. Bei ihrer WM-Premiere schlägt sie sich achtbar, 4,49 Meter reichen für Platz 6. Moos wird auch noch über 200 Meter an den Start gehen. Insgesamt 178 Goldmedaillen werden ja in Dubai verteilt. Da nimmt sich das deutsche Aufgebot mit 29 Startern doch bescheiden aus. Die Ungarin Luka Eckler dominiert den Weitsprung mit 5,31 Meter. Und Nele Moos ist eine der ersten Gratulantinnen. Nicole Nikolajczyk in einem weiteren 200-Meter-Finale der stärker koordinativ Beeinträchtigten. Aber die Saarländerin ganz links auf Bahn 7 hat mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Die Chinesin Xi Yining gewinnt überlegen. Platz 6 für Nikolajczyk, einer von drei sechsten Plätzen für den DBS an diesem Tag in Dubai. Überstrahlt werden sie durch das 200 Meter Gold von Irmgard Bensusan.